Das war heute keine leichte Aufgabe für Hansa Rostock, auswärts gegen Duisburg. Das ist immerhin der Tabellenführer und das war natürlich auch der Favorit in diesem Spiel. Aber dann gab es eine Überraschung. Die Rostocker haben 1:0 gewonnen und sie haben sich damit in der Spitzengruppe der dritten Liga wieder zurückgemeldet. Ich spiele gern gegen die starken Teams, so Hansa-Trainer Brandt zuversichtlich vor dem Spiel. Nur lässt er auch Ziemer mitmachen? Tatsächlich, Ziemer, hier mit der Hacke, das macht der Klasse auf Bühl, der im Slalomgang. Und dann Ziemer im Nachschuss, im Pech nach 25 Minuten. Ziemer in der Kritik wegen Ladehemmung bei der letzten Heimniederlage. Klasse. 2000 Rostock-Fans peitschen ihr Team nach vorn. 27. Minute. Egger Hansa, wann in Wetsch? Hoffmann! Hansa hätte hier die Führung längst verdient. Trainer Brandt bislang mit dem richtigen Riecher. In Halbzeit 1 nur einmal Tabellenführer Duisburg. Zu Hause noch ohne Gegentor. Doch Hansas Torwart Schuhn macht die Beine dicht. Weiter 0:0. Der Mann hat Bock. Erdmann zu Halbzeit 2 einer der ersten auf dem Feld. 54. Minute. Klasse Angriff Rostock. Das gibt es doch nicht. Ziemer, ein Stürmer, am Boden zerstört. Und die Ruhrpott-Truppe erschreckend harmlos. Die Kogge hält Kurs. Hand drauf, die Schlussphase. Bühl bitte zum Tanz durch das Strafraumeck. Hinten lauert Erdmann. Und dann sein Auftritt. Ziemer, 87. Minute. Ausgeguckt, abgehoben, abgedrückt, ein Fallrückzieher. Der Mann mag es einfach kompliziert. Ich hatte vorher auch schon zwei, drei Riesendinge. Hab den nicht reingehauen, wie in der letzten Woche irgendwie auch, ganz komisch. Aber irgendwann muss er ja reingehen und dann habe ich, glaube ich, mit allem, was ich hatte, reingehauen. Tor des Monats verdächtig, zumal Ziemer bei seinem Tor noch 11 Meter Ralf gehalten wird. Jetzt wird's giftig. 92. Minute, der Duisburger Schnellhardt fährt Andrist in die Beine. Zurecht, glatt, rot. Noch 2 Minuten. Tumulte im Hansa-Strafraum. Aber dann verdienter Sieg beim Spitzenreiter. Habe ich doch gesagt, wird sich Trainer Brandt denken. Sein Team schockt den Tabellenführer mit dem ersten Gegentor und der ersten Heimniederlage. Alle Achtung, Hansa.